Hier ist Kurs. Hui! Wie die meisten Hasen liebt Kurs es von hier nach da herum zu hoppeln. Aber anders als die meisten Hasen macht Kurs es überhaupt nicht still zu sitzen und er ist stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wo hat alles begonnen, Kurs? Hoppelt mit mir, meine Entdecker, und ich werde es euch zeigen. Alles begann, als Kurs eines Tages nicht wusste, was er malen sollte. Also nahm er einfach seinen Malpinsel und seine Malpalette und fing an, ohne zu überlegen, Linien, Striche und Schnörkel auf dem Boden zu kitzeln. Patsch, pitsch, putsch. Die Farbe war nun überall. Schließlich beendete Kurs sein Kunstwerk mit einem großen, breiten, bunten Kreis. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Der Boden begann zu zittern. Die Farbtöpfe wackelten und Kurs purzelte auf dem Boden mit einem Plumps. Und dann schwupp. Aus dem bunten Kreis erstrahlten wirbelnde Lichter, die so hell waren, dass sie fast blindeten. Als das Licht ein wenig schwächer wurde, schaute Kurs genauer hin. Der Kreis, den er gemalt hatte, verwandelte sich in einen merkwürdigen Bau. Ich habe noch nie einen solchen Kaninchenbau gesehen. Also, neugierig und mutig, schnappte Kurs seinen Rucksack und hüpfte herein mit einem Boing! Sich drehend und wirbelnd begann Kurs hinunterzufallen bis zu einem Crash. Er war auf der anderen Seite angekommen. Kurs schüttelte Sand auf seine Schlappohren und sah sich um. Überall, wo er hinschaute, sah er Sand, Meer und Sonnenschein. Wo bin ich denn? Fragte er sich. Er öffnete seinen Rucksack und holte seinen Karottenkompass heraus. Er war auf dem Strand von Rombot Nieuwlibad angekommen. Das hier sieht wie der perfekte Ort für Entdeckungen aus. Kurs folgte der angezeigten Richtung in der Hoffnung, ein großes Abenteuer zu erleben. Abenteuer, hier bin ich! Er folgte seinem Kompass entlang dem sandigen Ufer und auf einmal hörte er von unten ein Klick, Klack, Klick, Klack, Klick, Klack. Das Geräusch wurde immer lauter, aber Kurs war so abenteuerlustig, dass er vergaß zu schauen, wo er hinlief und au, au, aui! Er trat versehentlich auf eine Krabbe, die ihn am Zeh zwickte. Nichts konnte Kurs auf seine Abenteuerreise stoppen. Nicht einmal ein zwickender Zeh. So, nachdem er entschuldigt hatte, ging er wieder los und folgte seinem Kompass, der ihn schließlich zu einem Drachen führte, der hoch am Himmel flog. Der Drachen begann davon zu fliegen. Kurs rannte dem Drachen hinterher, dem Strand entlang und dann hopp, hopp, boing! Hoppelte mit einem großen Kaninchensprung in die Luft und schnappte sich die Drachenschnur. Wee, yeah! Der Drache zog ihn hoch zum Himmel. Fest am Drachen hängend schwebte er über das Meer und winkte allen Vögeln zu. Hallo da drüben! Das Wasser des Ozeans spritzte unter seinen Füßen und brachte Kurs zum Kichern. Fische und Delfine sprangen unter seinen Füßen und sogar ein Wal kam zur Begrüßung und spritzte Wasser aus seinem riesigen Blasloch. Splosch! Was für ein abenteuerlicher Tag, dachte Kurs und fing an, sich müde zu fühlen. Die Sonne begann unterzugehen, als der Drache Kurs langsam und sicher nach Hause führte. Nach einem langen Tag war Kurs endlich zu Hause. Er beschloss, dass von nun an jeder Tag ein Abenteuer sein sollte. Gespannt darauf, was morgen geschehen wird, zog Kurs seinen Schlafanzug an, kuschelte sich ins Bett und träumte von all den Orten,
die er gerne entdecken möchte. Ende.